lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Ja, yep, okay. Das heißt, ich würde als nächstes den Aufzug dann nehmen. Ja. Gucken wir mal unter den Aufzug. Ja, Spiel, ja. Deswegen gucken wir mal unter die Aufzüge, wenn wir die zumindest hochgehen. Merken wir uns, dass wir hier auch noch runter können. Schub, schub. Schub, schub. Haben wir Blaubeersaft? Ne, haben wir nicht. Schade. Hier haben wir aber den Hebel. Zack. Hebel ziehen. Tschüss. Hopp. Hat am Ende vom Dungeon einfach keine Energie mehr. Wie gut, dass ich zum Anfang des Streams den Dungeon hier angefangen habe. Hab mich nur mit dem Medaillon noch am Leben gehalten. Welchen Medaillon? Auch das, was ich jetzt habe, oder? Oder was meinst du, Basti? Goldene Rune 10. Hier runter. Damit müssen wir wieder hochkommen, ne? Yep, yep. Was LP regeneriert von alleine. Oh, echt? Das dauert arschlange, bis du da wieder Leben bekommst, ne? Hast du keine wärmenden Steine oder so? Ach ne, kosten ja auch FP, wenn du keine FP mehr hattest zumindest. Oder kosten die FP? Ich glaube schon. Ja, gehen wir direkt zum Boss, würde ich sagen, nicht? Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte eigentlich Magie machen, aber ich glaube. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, Magie, unser Magie-Spam-Gedöns funktioniert gegen den Gegner nicht so gut. Nicht so gut. Heißt also, ganz normal kämpfen. Ah, jetzt ist auch wieder unser Ding ist leider weg. Wir müssen tatsächlich ein bisschen tiefer noch, ne? Die Tür war ein bisschen weiter unten, richtig? Ja. Was? Nur ein Ding hat getroffen. Danke. Runter. Ich dann. Genau, da ist es.
Waffen wir schon mal. Und rein hier. Okay. Autsch. Ja. Goldene Saat und Klangperle des Talilienpflückers 2. Sehr schön. Ja, ne? Inzwischen wissen wir wieder, wie wir die Bosse am besten besiegen dann anscheinend. Schön mit der schwarzen Flamme. Aber, ja okay, ich glaube die Todeswurzel müsste dann in der Truhe sein hoffentlich. Ansonsten haben wir noch einen Assassinen-Boss der schwarzen Nacht hier irgendwo. Todeswurzel, sehr schön. Yes, zum Eingang. Nochmal hier ransetzen. Obwohl, wir müssen gar nicht da ransetzen. Wir können direkt zu Gurang. Gurang, genau. Und da einmal Sachen abgeben. Ne? Ja. Willst du gerade kämpfen? Nee, ne? Du willst nicht kämpfen. Nee, du bist ein. Du bist ein guter Mann. Ah, noch mehr, okay. I must consume more. Bestienklauen Großhammer. Oh. Bitte. Haltreihenfolge. DDD. Ein Großhammer, dessen Kopf 5 Bestienklauen nachempfunden wurde. Die schwarzen Krallen, die aus den goldenen Fell ragen, sind das Symbol vom Bestienfürst Zerosch, dem späteren Regenten von König Godfrey. Einzigartiges Talent, königliche Bestienklaue, schmettert den Hammer auf den Boden, um ihn mit den 5 Bestienklauen der Waffe aufzureißen. Cool. Ach, irgendwie bereue ich es, ihn gekillt zu haben. Ja, ich habe mich extra von ihm killen lassen, weil ich mir schon gedacht habe, dass er sich eventuell wieder fängt. Aber ich kann auch verstehen, warum man ihn gekillt hat. Ich kann auch verstehen, wenn Leute Patches getötet haben, weil Patches hatte ich auch einfach angegriffen. Ne? So, 3 Level noch in Weisheit. Dann können wir ja nicht den Zauber ohne Runenbogen einsetzen. Keine Lust, den einen Typen dazu legen, der hat viel zu viel Leben. Genau. Hier hin. Ich spiele schon wieder eine Stunde. So. Kann nicht wahr sein. Ich spiele eine Stunde. Wie? Warum vergeht die Zeit so schnell? Warum muss die Zeit beim Spaß haben immer so schnell vorbeigehen? Und wenn einem langweilig ist oder oder gerade irgendwas Nerviges ist, da vergeht die Zeit so langsam, ne? Warum kann das nicht andersrum sein? Wird doch viel cooler.
Wäre doch definitiv viel cooler. So. Danke. Oh, der Typ respawnt? Cool. Lass mal einen Imitator anmachen. Boah, ist das eine Frau? Kann natürlich auch sein. Aua. Also wenn das eine Frau ist, dann ist das eine sehr hässliche Frau. Aber wir diskriminieren hier ja nicht. Kann ja auch eine Frau sein. Gut. Ich würde halt noch gerne hier oben hingucken, aber ich sehe nicht, wie man da hinkommt. Wenn man überhaupt da hinkommt. Wir haben was essen. Ich denke, ich komme später wieder rein. Yo, Caster. Guten Hunger, mein Guder. Auf der Brücke gab es nicht so wirklich was, ne? Außer den einen Riesen am Ende, der uns abschießen will. Ja, komm, reiten wir mal rüber hier. So hübsch, ne? Allein sowas. Oh, einfach super, super hübsch. Bitte schieß mich nicht ab, während ich hier die verlorene Kriegsasche hole. Uiuiui, das war gar nicht knapp. Nee. Gab's hier was? Nee. Schießt du nochmal? Ja. Wir killen ihn erstmal und dann gucken wir nochmal auf der Brücke, ja? Ich glaube, so machen wir das. Oh nein. Ah, weil ich den Sprung da nicht geschafft habe, ich kann kotzen, ey. Den Triple Tramp, den habe ich auch noch nicht gesehen. Einfach weiter die Füße angreifen. Schmiedestein fallen lassen? Ich glaube, dann respawnt der auch nicht. Wenn er so seltene Gegenstände fallen lässt. Ist das wahrscheinlich so einmalig. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest, falls wir nochmal über die Brücke wollen. Goldene Rune 13. Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Dann. Genau, das eine Item. Da hinten wollten wir noch aufheben. Das wäre nur sehr schwer geworden, während wir unter Beschuss sind. Deswegen gehen wir da jetzt erst hin. Was haben wir denn hier? Heiligfett mit Kordel und Regenbogensteine. Gar nicht mal so schlecht. Ich mag Regenbogensteine. Goldene Rune 7. Ist das schön, einfach wieder ein neues Gebiet zu erkunden? Oh, auf die Karte. Haben wir hier irgendwas, wo ich direkt sehe, wo wir hinwollen? Können wir hier rechts runter? Ja, das ist ein Nein.
Schub, schub, schub. Ein paar Büsche, die reinploppen. Da hinten sterben Leute. Okay. Machen wir mal Licht an, falls wir hier an den Wänden irgendwas übersehen. Ah. Ja, sah ein bisschen aus wie eine geheime Wand. War nur ein bisschen. Schöner Torbogen hier. Ui, naja, war gar nicht knapp, nein. Ich habe das Gefühl, als ob wir noch ein paar Mal in dem Gebiet sterben werden durch Fallschaden. Ast? Oh, weiche Baumwolle. Na, wo wir von Fallschaden reden. Sehr gut. Ne. So gut es geht, ihr Kleinigkeit mitnehmen. Ja, hier sind immer in den Büschen da. Es ist aber echt ein sehr, sehr schönes Gebiet. Ich mag auch, also ich bin auch generell ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Winter und von Schnee. Matschschnee mag ich nicht, also diesen Schnee, Regen, Matsch, die man öfters mal in Deutschland vor allen Dingen hat. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von weißem, super schönem Schnee und kaltem Klima. Liegt eventuell auch daran, dass ich zu 25, na, sag mal 20% Anteil in der Eifel groß geworden bin und da ist immer schön kalt. Da kommen auch mit einer, also mit einer, eine meiner Lieblingserinnerungen mal hoch, wo wir dann bei keine Ahnung wie viel Minusgraden immer dann abends schlafen gegangen sind unter einer richtig dicken Daunendecke. Und uns immer von entweder unserem schönen Husky damals oder von anderen kleinen Hündchen wärmen lassen haben. Super, super schön. So noch eine Wärmflasche manchmal. Schon sehr, sehr geil. So, gehen wir mal an den Ort der Gnade. Und ich würde hier mal eine kurze Pause machen. Ich muss mich auf Klo. Der Stufenaufstieg dauert noch ein bisschen, ne? Oh, jetzt brauchen wir ja Tatsache 100.000. Okay. Ich mache eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder nach der Pause. Würde sagen, bis gleich.